zählt eben auch unsere Beziehung zur Erde und zu den Naturreichen, zu den Tieren und Pflanzen, dass die Wirklichkeit nicht richtig wahrgenommen wird. Darf ich diese Frage zunächst an Herrn durchstellen? Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich das viel komplexer sehe. Und Sie haben das einfach auch gemerkt, dass ich ja mit dem Apfel da verglichen wurde. Das ist ganz richtig, dass ich sage, unsere Sprache, die wir täglich sprechen, ist total ungeeignet, um diese Probleme ranzukommen. Aber ich meine, das gilt nicht nur für uns Menschen. Was mir gefehlt hat, ist, dass wir den Menschen immer noch als etwas ganz Besonderes sehen und dabei haben wir also mehr schlechte Eigenschaften als andere. Nicht? Das heißt, wir sind in einer Welt, die wir besser verstehen müssen und wenn jemand sagt, ich bin also ein Quantentheorist und dann ist er im Wesentlichen ein Quantenmechaniker und das liegt also 100 Jahre zurück. Ich meine, in der Zwischenzeit hat sich das ja auch entwickelt. Ich will vielleicht gerade anfangen mit Wirklichkeit. Wirklichkeit wunderbar in unserer Sprache. Wenn ich auf Englisch rede, habe ich nicht das Wort Wirklichkeit zur Hand, dann habe ich nur die Realität. Aber da liegt genau der Punkt drin. Meister Eckhart, Ende des 13. Jahrhunderts. Ja? Wirklichkeit sagt etwas total anderes als Realität. Wirklichkeit sagt etwas, was wirkt, was sich dauernd verändert. Es ist etwas, was im Grunde lebendig ist. Realität, was ist Realität? Ja, ich sage Subjekt und Objekt, ja. Wir trennen uns, damit wir über das Objekt sprechen können, ist es in der Wissenschaft wichtig, dass ich mich als Subjekt abtrenne von dem, was ich beobachte. Aber jetzt sage ich, das Objekt ist nicht nur ein Objekt, sondern ich isoliere es auch. Ich schneide es von mir ab und nicht nur, dass ich verschieden bin. Ein abgeschnittenes Objekt ist ein Ding und ein Ding ist res auf Lateinisch und das ist die Realität. Die Wissenschaft betreibt sozusagen eine Beschreibung des Dinglichen und wir wundern uns, dass man mit dieser Sprache überhaupt nicht vernünftig über das Lebendige reden kann. Die Lebendigkeit ist hier gar nicht so aufgetreten. Wie kommt es denn? Der Unterschied zwischen Lebendigkeit und Unlebendigkeit ist nicht gesagt worden und man muss es sagen. Es gibt nichts Unlebendiges. Man kann nicht aus einem Toten etwas Lebendiges machen, wie die Biologie im Augenblick das probiert, sondern wir stellen fest, in dem Augenblick, wo wir die Wirklichkeit nicht als was Lebendiges betrachten, sondern als Realität, haben wir praktisch nur die tote Welt um uns herum. Und die tote Welt um uns herum, die hat eine ganz komische Eigenschaft. Und die meisten von Ihnen wissen das gar nicht, dass es wichtig für Aussage ist, des Unbelebten ist, die Aussage, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, brauchen Sie nicht zu verstehen. Es heißt, in Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher. Mein Gott, ist das etwas Interessantes, ja? Das ist doch absolut klar, dass es so ist, ja? Aber es ist eine ganz wesentliche Aussage, dass Sie jeden Tag an Ihrem Schreibtisch erleben, am Morgen noch schön ausgeräumt, um die Mittagszeit schon ein ziemliches Durcheinander und ein Abend an Saustall. Ja? Und dann sagen Sie, ja, was ist denn los? Aha, ich muss einfach schlafen gehen, vielleicht dreht sich das in der Nacht um. Am nächsten Morgen ist dasselbe da. Es passiert nur, dass das Wahrscheinlichere ist der aufgeräumte Schreibtisch, ganz ungewohnt statistisch betrachtet. Der Saustall, der ist sehr wahrscheinlich und der bleibt übrig. Ja? Wie kommt es denn, dass im Lebendigen es genau umgedreht wird? Dass eine Entwicklung gleichzeitig da ist vom Belebten, die vom Unwahrscheinlichen, die vom Wahrscheinlicheren zum Unwahrscheinlichen geht. Man sagt, es geht doch gar nicht. Doch, es geht. Ich brauche eine ordnende Hand und manchmal erfährt auch unser Schreibtisch das, dass er aufgeräumt wird, ja? Ordnende Hand, ja, ordnende Hand, da brauche ich Energie, da kommt die Energie herein, ja? Nummer zwei, aber ich kann nicht einfach, indem ich eine zivilisierte Bewegung mache, Blatt nehme ich hier, ablegen, Blatt hier, ablegen und so fort und dann glauben Sie, dass der Schreibtisch hinterher so aufgeräumt ist, dass er sozusagen in einem unwahrscheinlichen Zustand ist. Nein,
Wenn sie einfach nur so machen und sich gleichzeitig mit den anderen unterhalten, ist es immer noch der Saustall, nur einfach anders vermischt. Ja? Das viel Wichtigere ist, dass in dem Augenblick, wo sie das Blatt Papier nehmen, einmal drauf gucken müssen. Erledigt rechts ablegen, unerledigt links. Dann wird er sozusagen in die Richtung kommen, wo das Lebendige ist. Das Lebendige ist aus dem Unwahrscheinlichen, ist aus dem Wahrscheinlichen das Unwahrscheinliche übergegangen. Und das gilt praktisch für alles. Es stellt sich heraus, selbst dieser Tisch ist lebendig in dem Sinne. Und viele Leute wundern sich. Ich habe also 50 Jahre habe ich mich mit Materie auseinandergesetzt, Grundlagen. Ganz weit unten, nicht, also wo alles aufhört, nicht Atomkerne, noch kleiner, noch genauer zu wissen, was ist das, was ich begreifen kann. Und ich habe es nicht gefunden. Das heißt, ich habe festgestellt, viele fragen mich, was war so aufregend dabei als Ergebnis? Und das Ergebnis ist, dass es Materie gar nicht gibt. Oh, sagen Sie, der arme Kerl, 50 Jahre hingehängt an etwas, was es gar nicht gibt. Ja? Das heißt, nee, so ist es nicht. Sondern festgestellt, dass wir auf dem falschen Pfad sind. Ja? Und wir besonders als Menschen sind auf dem falschen Pfad. Das übrige Lebendige ist nämlich nicht auf dem falschen Pfad. Wir sind auf dem falschen Pfad, dass wir glauben, ja, nein, wir können es so behandeln, als ob Materie gibt. Und deshalb schrauben wir auch an der Materie um. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Wenn wir vom Menschen reden, müssen wir ihn sehen als ein Teil eines größeren Organismus. Wir sind nicht so herausragend in dem Sinne, dass wir nicht dazugezählt werden, aber herausragend im Sinne, dass wir größeren Schaden anrichten können als andere. Und wenn Sie diese vielen Vögel gesehen haben in einem Schwung, ja, die sind, das liegt daran, dass im Hintergrund es nicht die Materie gibt, es gibt nur die Verbindung, es ist nur die der Zusammenhang, die Bedingung, aber ich kann es gar nicht so sagen. Es ist nur das, was dazwischen ist. Wenn die ganze Welt auf das dazwischen aufgebaut ist, ja, das ist aber, was wir dann mit dem Geistigen bezeichnen oder auch mit der Liebe, die uns zusammenhält. Das ist eigentlich, was im Hintergrund ist. Hat nichts mit Energie zu tun und so fort. Aber wir sind sozusagen Experten in der Handhabung der Energie. Aber ich will jetzt da nicht weiter eindringen in das, weil da ist sozusagen die ganze interessante Situation, wo wir ihre Fehler machen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir die Fehler machen, die Natur, die lacht nur darüber und sagt, oh, wir ruinieren die Natur. Ja? Nicht? Wir machen Veröffentlichungen wie die Pflicht des Menschen zu Widernatürlichkeit. Wir müssen ja nicht natürlich sein, sonst wird die Natur uns kaputt machen und wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir die Natur kaputt machen, nicht und so fort. Das ist noch, wie es in der Wissenschaft vorkommt. Ja? Nein, wir müssen genau sehen, dort wo wir diese Fehler machen, dass wir uns im Zusammenhang mit dem, was der übrige Organismus ist, dass wir ihn nicht zerstören. Wenn wir es zerstören, dann fliegen wir aus der Evolution heraus. Aber da will ich jetzt aufhören. Wenn man fragt, was hält das alles zusammen? Es liegt daran, dass das dazwischen eben das ist, was wir Geist und Liebe nennen. Das ist, was ursprünglich da ist. Die Frage ist, was treibt uns auseinander? Wir sind eine Einheit. Es gibt nur das eine. Es gibt nichts Ungetrenntes. Und aus diesem Grunde funktioniert überhaupt das Lebendigwerden, das heißt, in die andere Richtung zu gehen. Wir haben eher die Schwierigkeit zu sagen, warum sind wir eigentlich jetzt nebeneinander und jeder glaubt, er ist allein in der Welt, nur ein paar Verbindungen hat er noch. Und in Wirklichkeit ist, wenn wir von unserem Ich sprechen, nicht hier lokalisiert, sondern wir füllen das ganze Universum aus. Und deshalb können wir uns miteinander verständigen. All diese neue Sprache muss hinzukommen. Und was wir als Menschen eben falsch machen, ist, dass wir einen geronnenen Geist haben, der sich dann genauso verhält wie die klassische Physik, mit der wir das Ruinöse dann anrichten können. Wir müssen nur wieder sensibel werden, was uns im Inneren eigentlich miteinander verknüpft. Es ist total natürlich, dass wir kooperieren
wollen. Das heißt, das Paradigma des Lebendigen ist nicht nur kreativ, die Kreativität ist auch eingebaut, die Kreativität ist doppelt da. Jeder ist einmalig und soll das auch entwickeln. Aber Nummer zwei, er hat die Fähigkeit, mit dem anderen zu kooperieren, um auf einer höheren Ebene ein System zu schaffen, wo es mehr ist als die Summe der Teile. Und in dem sind wir praktisch mit drin. Wir sind kooperationsfähig. Das merken Sie, auch wenn Sie an sich selber denken. Sie lieben die Kooperation mit anderen, aber es wird uns gesagt, nein, du bist einmalig und jetzt versuch mit deiner Einmaligkeit den anderen stolpern zu lassen, damit du vorne dran bist. Ja, das Resultat ist nicht, dass die Natur sozusagen wegen uns zusammenbricht, sondern wir werden rausgeschmissen aus der ganzen Sache. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass die Kooperation das schönste Erlebnis ist, das wir als Liebende haben, dass wir etwas geben können, was die Gemeinschaft nicht vorher hat. Und das ist in uns drin. Was ist denn passiert mit unserer Kultur? Es ist hauptsächlich unsere Kultur. Wenn ich mit meinen Indianern spreche oder woanders hingehe, dann sagen sie, das ist nur euer Problem. Wir haben gar nicht das Problem. Wir wollen auch uns selbst entwickeln, aber um der Gemeinschaft zu helfen, um auf einer höheren Ebene dann sozusagen eine höhere Flexibilität zu haben, das heißt, eine größere Wert hat, eine höhere Qualität. Und in der sind wir drin, von Anfang an drin. Und wir tun so, als ob eigentlich im Hintergrund alles eben auf Zerfall aus ist. Und da führe ich immer wieder an, eine tibetische Weisheit, die sagt, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Ja, jetzt müssen wir darauf achten, unsere ganze Geschichtsschreibung, was wir hören, wie wir in der Vergangenheit waren, ja, selbstverständlich viel, viel schlimmer als jetzt. Jetzt sind wir so doch, also liebe Leute, bis auf einige nicht. Es ist doch alles falsch. Es ist nur die Geschichte der fallenden Bäume. Und es ist immer nur Zerstörung und alles gewesen. Aber warum wir hier sind, ist, weil wir immer kooperiert haben. Aber wo ist die Kooperation hergekommen? Es sind unsere Frauen gewesen, die alles in Trümmern gefallen ist und die wieder einen neuen Anfang gemacht haben. Deshalb sind wir hier. Und deshalb sind die Frauen so wichtig, ja? Die sollen um Gottes Willen die Männer nicht nachahmen in der Zerstörung, dass wir feiern, wie ein fallender Baum Krach macht. Ja gut, da kann man angeben damit. Hast du gehört, wie es heute mal wieder gekracht hat? Ja? Nein, wir haben etwas aufgebaut, aber das geht langsam. Und das müssen wir lernen. Und das ist die Aufgabe eben der Frauen. Dass die Frauen hier nicht vertreten sind, ist, meine Frau sagt immer, mein Gott, du machst so einen großen Lärm über Kooperation. Das ist doch ein Blödsinn. Das ist doch so natürlich, wie das... Ich sagte, bei Männern ist das nicht so natürlich. Ja? Die Frage ist, wie kann man es praktisch auch machen? Ich habe den Eindruck, ich meine, wir sind in einem Augenblick der Krise und wir wissen ganz genau, warum es schief geht. Ja? Das heißt, was sollen wir unter diesen Umständen machen? Wir hören von oben, meckern tun sie alle, was wir machen, aber niemand macht einen Vorschlag, was wir tun sollen. Und diejenigen, die seit 10, 20 Jahren in dieser Richtung gehen, die sagen, was heißt es? Keiner macht einen Vorschlag, wir machen das seit 20 Jahren, aber niemand hört uns an. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir müssen versuchen, dass diejenigen, die da sind, kennenlernen, dass es andere, sehr viele andere auf dieser Welt gibt, die auch Ja sagen. Und die muss man gleich kennen, ja? Dass man dann sagt, ich bin nicht allein. Und das fördert dann auch das Selbstbewusstsein, dass man es durchsetzt. Nämlich die Zeit spielt auch eine Rolle. Wenn ich in 100 Jahren letzten Endes ein Ergebnis erst habe, da ist dann die Menschheit schon kaputt, nicht? Und in diesem Grunde habe ich also letztes Jahr angefangen, ein Internet einzurichten und das wird in den nächsten Monaten dann auch in Gang kommen, wo jeder die finden kann, die in seiner Richtung denken und nicht angewiesen ist, dass sie die Regierung und die Mächtigen hier in diesem Land, dass sie die bewegen müssen, sondern einfach zu wissen, es gibt genügend Leute in dieser Welt, die genau diese Denke haben.
aber ich weiß nicht von ihnen und deshalb bin ich nach einer Zeit frustriert und sage, selbstverständlich, ich habe mich geändert. Ich meine, bei mir sowieso, ich habe mich dann geändert, aber ich sterbe dann und dann habe ich aber auch wieder nichts erreicht. Ja? Es ist interessant schon, in einer richtigen Zeit da fertig zu werden. Ich habe eine Frage an Professor Dürr. Und zwar hatten Sie die These vertreten, Materie gibt es eigentlich gar nicht, wenn man nur tief genug nachschaut, sondern das sind eigentlich nur Feldzustände. Wenn Bewusstsein auch nichts anderes ist als ein spezieller Feldzustand, warum ist Bewusstsein dann an einen einzelnen Menschen in der Regel gebunden? Und Sie werden feststellen, zu Ihrer großen Freude, dass Sie nicht konfrontiert sind, dass Sie nun, sagen wir, 7 Milliarden Menschen überzeugen müssen von einer Sache, sondern die meisten, wenn man mit ihnen spricht, die sagen, du hast ja recht, aber die Realität ist doch anders. Und ich sage, recht hast du, aber das liegt nicht daran, dass du Unrecht hast und was draußen passiert jetzt in unserer Zivilisation, dass das das Richtige ist. Wir müssen nur einen anderen ansprechen, nicht ihn überzeugen, sondern ihn erinnern, was er in den letzten 3,5 Milliarden Jahren richtig gemacht hat, sonst wäre man ja nicht hier. Ja? Und er sagt, dann musst du dich hören, nach innen hören. Aber man muss dem Menschen, muss man die Möglichkeit haben, wieder diese Erfahrung zu machen. Und dass sie diese Erfahrung nicht machen, ist, dass wir kriegen den Kontakt nur mit der anderen Welt, von der wir sprechen, die uns praktisch die Orientierung gibt. Nur in einer Situation, das kann ich Ihnen jetzt nicht vorführen, weil ich habe mein Chaospendel nicht da. Wenn Sie in einem Zustand sind, der Balance, in einem instabilen Zugang, wie ein Pendel, das nach oben ist, das weiß nicht, wo es runterfallen soll. Ja? In diesem Augenblick haben Sie eine Sensibilität und erfahren all die wichtigen Dinge, die im Umkreis sind. Aber wer will in eine Situation reingehen, wo es sagt, heute weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Da sind Sie wahnsinnig kreativ. Ja? Anstatt zu sagen, schade, diesen Augenblick, lebendig werde ich dann, wenn ich sozusagen abgelegt habe, die Sorgen, die ich im Alltag habe. Aber wir haben eine Zivilisation, die uns dauernd Angst macht. Das heißt, heute komme ich nicht dazu, zu mir selbst zu kommen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ja? Und die wissen genau, dass wir damit uns abkoppeln, um ein Gefühl zu bekommen, aus dem das Selbstbewusstsein hervorgeht und sage, was sich in mir abspielt, das ist kräftig genug, das zu machen. Aber ich muss es auch erleben können. Und das offeriert uns unsere Zivilisation nicht mehr. Wir hetzen dahin und den Kindern in der Schule, sie müssen immer mehr und mehr lernen und so fort. Was soll das anderes? Ja? Dann können sie hinterher 40.000 Fragen perfekt beantworten. Aber sie kommen raus in das Leben und wundern sich, dass kein Mensch eine von diesen Fragen ihnen stellt. Ja? Hochschullehrer gestellt. Kann ich da vielleicht noch so etwas dazu sagen? Die Schwierigkeit ist doch unser Wettbewerb. Wettbewerb. Kompetition heißt es auf Englisch, Competere heißt ursprünglich zusammen nach Lösungen suchen und nicht gegen den anderen. Das ist eigentlich das Schwierige. Wir sollen uns wirklich entwickeln, die Evolution des Lebendigen, Evolution ist übrigens das falsche Wort, Evolution heißt ja eigentlich, also das Evolution heißt etwas auswickeln, ja. Also wenn ich das nehme und das wickle, ist es aus, nenne ich das eine Evolution. Das ist gar nicht kreativ, wir brauchen mehr. Jeder ist kreativ und muss damit reingehen. Aber wenn die Kreativität gegeneinander geht, ja, dann kommt es zu dieser Zerstörung. Nicht, und wir haben ja Olympische Spiele und so fort, und dann wird immer der ausgezeichnet, der eine Zehntelsekunde schneller gelaufen ist und die andere ist eine Flasche. Ja? Nicht, das müssen wir irgendwie anders machen. Die können von mir aus 100 Meter Läufe machen, aber sie könnten so machen, wenn sie losrennen, darf jeder in eine andere Richtung laufen. Ja? Dann hast du nur Gewinner. Ja, es gibt ja eine Erscheinung bei den Naturwissenschaftlern. Man denkt immer, die forschen empirisch und dann kriegen sie ein Resultat raus und dann sagen sie, so ist es.
Aber ehe die empirisch forschen, haben sie oft eine Art Intuition, eine Eingebung. Manche Naturwissenschaftler haben das sogar als Erweckung bezeichnet. Da gibt es unendlich viele Beispiele. Und Wolfgang Pauli, einer der ganz großen Naturwissenschaftler im letzten Jahrhundert, hat sich ausführlich damit beschäftigt. Und das ist ja etwas völlig anderes als Naturwissenschaft. Also ich meine, wenn Sie Pauli sagen, der ist ja schon Quantenphysik, ja? In der Quantenphysik gilt ja gar nicht mehr die Determiniertheit, das habe ich vergessen zu sagen. Das heißt, wir können echt kreativ sein, echt kreativ. Wir sind gar nicht auf diesen Big Bang angewiesen, ja? Wo man dem lieben Gott nicht nur eine Woche gibt, sondern in einer Millionstel Sekunde muss er alles machen, was hinterher kommt. Ist ja ziemlich langweilig, weil er schon weiß, was er für Dummheiten macht und will uns dann auch noch bestrafen dafür. Nein, der Big Bang, das ist klassische Physik, das ist nicht die letzte Antwort, sondern das Bang ist das funktioniert jeden Augenblick, jeder von Ihnen macht ein Bang und auf diese Weise entwickelt sich die Wirklichkeit. Das heißt, die Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Die Schöpfung ist der Schöpfer selber, nicht? Und das führt auch zu diesem Zusammenhang. Ich meine, was sie vorher gesagt hat, es ist ganz klar. Ich meine, wenn ich also sagen, liebe deinen Nächsten und so fort, das klingt sehr egoistisch. Der Egoismus ist nur notwendig, wenn ich handle. Ich kann nicht handeln als jemand, der gleichzeitig das Ganze in seinem Gesichtsfeld hat. Nein, das ist der Augenblick, wo ich meine Orientierung bekomme. Ja? Aber wenn ich dann kreativ bin, dann ist es meine Verantwortung und man kann mich auch dafür bestrafen, wenn ich irgendetwas mache, was falsch ist. Ja? Weil die Zukunft, wenn ich die jetzigen Bedingungen habe, nicht ausreicht zu sagen, was in Zukunft passiert. Ich habe unendlich viele Möglichkeiten, aus denen ich etwas aussuchen muss. Ja? Und deshalb ist es nicht nur eine Neugeburt. Eine Neugeburt ist etwas, was eigentlich nach dem üblichen Zirkel abläuft. Da brauche ich die Quantenphysik überhaupt nicht dazu. Ja? Gut, dann alles, was dann veraltet und jetzt verrostet ist, dann schmeiße ich dieses Auto weg und fange wieder mit einem neuen Auto an. Ja? Aber da ist sozusagen alles vorhersehbar, ja? Dass das dann schlecht wird und das andere wieder besser insgesamt. Hat man dann auch einen Fortschritt. Aber der echte kreative Anteil, den können wir nicht verstehen mit der alten Vorstellung. Aber jetzt wissen wir, sie ist da. Wir sind alle kreativ, jeder von Ihnen ist kreativ. Und wenn Sie sagen, jemand sagt, ach, das kommt nur aus dem Unbewusstsein heraus und du hast ja irgendwas aufgenommen und so fort. Nein, wenn wir kreativ sind, die Art und Weise, wie wir selber in die Welt reinbringen, ist kreativ. Das bedeutet nicht, dass wir etwas ganz Tolles machen, insbesondere keine Atombombe zu bauen oder sowas. Dazu brauche ich keinen Beweis dafür. Nicht? Und das ist das Gute daran. Wir sind alle beteiligt an der Neuschöpfung der Wirklichkeit. Es gibt keine Zukunft in der neuen Physik. Die Zukunft ist nicht existent. Die wird von uns in jedem Augenblick wieder neu geschaffen. Mit der Orientierung, die ich selbstverständlich habe, weil ich mit den anderen verbunden bin. Und dadurch haben wir überhaupt die Evolution des Lebendigen hier. Ja, da eingangs zu Ihrem Statement, Ihres Statements, Herr Dürr, sagt, habe ich so verstanden, dass Sie sagten, Handlungen wären immer egoistisch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, aber das ist mir überhaupt nicht eingängig. Ich kann doch auch altruistisch handeln. Ich kann doch handeln für die Gemeinschaft. Ja, das heißt, es gibt es schon. Aber wenn ich meine Taste drücke auf meinem Computer, ist mein Finger. Also ich habe nicht die 10 Finger von meiner ganzen Familie da, die gleichzeitig auf die Taste drücken und sagen, wer war's? Ja? Nicht? Also das ist schon ein bisschen übertrieben, wie ich gesagt habe. Nicht? Aber unsere Fähigkeiten, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten in dem Sinne, wenn er sagt, ich habe eine Fähigkeit, die ich entwickeln will, damit ich der Gemeinschaft etwas geben kann. Das bedeutet, dass ich hier meine Individualität dort unterstütze, wo ich sage, da kann ich etwas. Und wenn ich es entwickle, dann kann ich ein Geschenk an den Rest der Welt machen, was kein anderer machen kann, weil ich ja einmalig bin. Es gibt keine zwei Blätter von Bäumen, die sind nicht gleich. Wir sind alle verschieden.
Jeder kann zu seinem Selbstbewusstsein gekommen, dass er wichtig ist in dem. Aber für die Orientierung ist die Handlung schon zu spät. Ich muss die vorher machen und die Handlung, die Orientierung, da bin ich mit allen verbunden, ohne dass ich ein Handy habe, ja, sondern ich kann ja in dieses andere Bewusstsein hereingehen, das nichts Wissendes ist, mehr so eine Ahnende, aus dem ich meine Orientierung habe. Und deshalb gelingt es auch, die Kooperation im Lebendigen, nachdem man sozusagen unterschiedlich war, ohne die Differenziertheit zu zerstören dabei, sondern sie einbringt auf diese nächsten Höhe. Nur kann man sich vorstellen, dann 3,5 Milliarden Jahren aus dieser chemischen Brühe einen Menschen zu schaffen, nur indem man dauernd würfelt, das ist ja unmöglich. Es drängt sich mir eine ganz dringende Frage auf, nach dem, was Sie sagen. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich die stellen möchte. Woher kommt die Ahnung? Der Wissenschaftler Bernd Rosslenbroich sagte, ja, es gibt Freiräume, und Herr Schad betont das ganz deutlich, dass es Freiräume gibt in Determinismen, in der Evolution. Und Herr Rosslenbroich sagte, okay, was machen wir in den Freiräumen? Woher kommt die Information, was wir tun sollen in diesen Freiräumen? Er sagt, wir brauchen eine Informationswissenschaft. Aber ich frage, woher kommt die Ahnung? Woher kommt die Information? Alte Sprache. Es gibt weder Zeit noch Raum, wenn wir von Ahnung sprechen. Das ist ein total anderer Raum, in dem man das ausdrückt. Jetzt können wir nicht die alte Sprache nehmen. Es gibt auch die Zeit nicht mehr. Nicht? Wir haben, wenn sozusagen das Verbindende das Ursprüngliche ist, dann brauche ich nicht eine Verbindung zu beschreiben, A bewegt sich nach B und so fort, sondern es ist der Prozess, der eigentlich da ist. Der ist ein, sozusagen ein Baustein, eine falsche Sprache, der da ist. Deshalb gibt es auch keine Zeit mehr, sondern alles ist zusammengesetzt, nicht aus kleinen Materieteilchen wie Atome oder so, sondern es ist zusammengesetzt aus Wirks. Ja, was ist ein Wirks? Ja, wenn Sie es nicht verstanden haben, dann sind Sie ganz genau dran, was ich meine. Ja? Man kann es sich nicht vorstellen. Ja? Oder man kann es auch ein Passierchen nennen oder sowas. Nicht? Und dann fragen, woher kommt das Passierchen? Ja.